Was alle Zwangsgebührenzahler mehr oder weniger bereits ahnen und worüber man sich zu Recht immer wieder aufregen konnte. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Sendungsbewusstsein wirken zunehmend wie Selbstbedienungsläden für Seilschaften aus elitären Cliquen eingeschworener politischer Blasen. Und genau dieses Gebaren wurde jetzt vor dem Berliner Arbeitsgericht mit einem passenden Stempel versehen. Sittenwidrigkeit. Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer politischen Meinung bei Medias in Res. Und nein, es sind keineswegs die Redaktionen und die Menschen, die da was mit Medien machen, die, so sie sich etablieren konnten und nicht zum Prekariat mit befristeten Zeitarbeitsverträgen gehören, sich unser reichlich Geld in die eigenen Taschen scheffeln. Denken Sie nur daran, wie das in den Hauptnachrichtensendungen und den Quasselbuden oder auch Talkshows genannten Formaten ist. Da werden dann Tarifvorschriften schlicht ignoriert und mehr oder weniger elegant umschifft und ausgehebelt, indem man die dort agierenden Protagonisten nicht mehr anstellt, sondern dann die Produktion an eine externe Firma oder die Agentur auslagert. Und ganz erstaunlich, die Eigentümer sind dann oft diese sogenannten Anchorman. Das war zum Beispiel bei Klaus Kleber so, oder diese Annes, Maybrits, Sandras oder auch Dunjas, die sich ihren Marktwert, mit dem sie ihre Gehaltsforderungen überhaupt erst darstellen, nur durch ihre Auftritte in den zwangsgebührenfinanzierten Sendern erobern konnten. Jetzt zahlen wir Bürger also nochmal obendrauf dafür, dass wir diesen Menschen ihre Bekanntheit finanzieren durften. Eigentlich müssten die alles, was sie nebenher verdienen und was sie über das, was sie als Angestellten- und Dienstverhältnis verdienen, an die Sender abtreten. Interessant ist allerdings, also dass man kürzlich eben durch das oben erwähnte Gerichtsverfahren und das daraus resultierende Urteil, Arbeitsgericht Berlin, auch einen Einblick in das Gebaren und die Dimension der Raffgier des Verwaltungsüberbaus der vielen Sender- und Landessendeanstalten erhielt. Und meinen Sie nicht, das sei ein Einzelfall. In der Regel ist es so, dass man nur die Spitze eines Eisberges zu sehen bekommt. Also schon allein der Fall der ehemaligen Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB, Frau Patricia Schlesinger, deren fragwürdigen Personalentscheidungen und ihre Hofhaltung in der Intendanz des RBB zeigt, wie verkommen und verludert Anstand und Benehmen in diesen Kreisen sind. Denn durch den Fall Schlesinger gelang es endlich mal ein Schlaglicht in diesen finsteren Sumpf aus Karrieregeilheit, Großmannssucht und Geldgier zu werfen. Und wenn man sich schon wie eine Fürstin aufführt, dann darf man sich auch einen Hofstaat aus Kostgängern und Günstlingen zusammenscharen. Vormalige Alimentierenschmarotzer werden dann im gegenseitigen Einvernehmen schon mal für 15.000 Euro monatlich Handgeld auf ein Abstellgleis geschoben und mit einem Druckpöstchen bedacht, bei dem sie der Grande Dame nicht vor die Füße zu laufen drohen. Und da alle von diesen mafiös wirkenden Strukturen profitieren, deckt man sich eben und muckt nicht dagegen auf. Eine dieser Kostgängerinnen im Fahrwasser der Sonnenkönigin war die juristische Direktorin des RBB, Susanne Lange, die sich gegen ihre Kündigung wegen ihrer Verstrickung im Fall Schlesinger juristisch vor dem Arbeitsgericht zur Wehr setzen wollte.
Dabei ging es um eine Summe von sage und schreibe 1,8 Millionen Euro Ruhestandsgeld, das ihr bis zu ihrem Renteneintritt gezahlt werden sollte. Nimmt man an, dass sie mit 62 Jahren verrentet würde, wären das pro Jahr rund 260.000 Euro. Allein diese Regelung zum Ruhegehalt wertete das Gericht, wie bereits erwähnt, als sittenwidrig und damit dann den gesamten Arbeitsvertrag als nichtig. Und das ist dann bereits die zweite Sittenwidrigkeit, die nun gerichtlich beim RBB und dessen Dienstverträgen, Arbeitsverträgen festgestellt wurde. Zuvor war bereits der frühere RBB-Verwaltungschef Hagen Brandstätter mit einer ebensolchen Regelung vor Gericht gescheitert. Naja, das ging jetzt also fulminant schief und sollte ein deutliches Signal sein zu einer entsprechenden Überprüfung aller Arbeits- und Dienstverträge bei der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD, den jeweiligen Landesmedienanstalten dieser Arbeitsgemeinschaft und der Deutschen Welle, beim zweiten deutschen Fernsehen, dem ZDF, bei Arte und bei Phoenix. Denn immerhin, so wurde in der Urteilsbegründung ebenfalls festgehalten, seien die Mitarbeiterinnen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet. So steht das tatsächlich da in der Urteilsbegründung. Ich kann eigentlich nichts dafür, dass man beim Lesen dieser Begriffe mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unwillkürlich zu glucksen beginnen muss, so man auch nur mal einen Blick hinter deren Kulissen geworfen hat. Wie dem auch sei, die Urteile sind ein deutliches Zeichen, unter anderem auch an die Postenbesatzer in den verschiedenen Aufsichtsgremien der Zwangsgebührenverbrenner, endlich im Sinne der Beitragszahler, den Geldausgebern mal ordentlich auf die Finger zu schauen und gegebenenfalls auch mal züchtig draufzuhauen. Ich danke Ihnen, dass Sie auch diese Woche wieder dabei waren bei der politischen Meinung. Hoffe, sie hat Ihnen zugesagt. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie dieses Video, lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie bitte unseren Kanal, schreiben Sie uns in die Kommentare, was Sie von dem Kommentar halten. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus. Ach, und bevor ich es vergesse, schauen Sie bitte auch in unsere anderen Angebote noch rein. Servus.